The Witcher 3 Wild Hunt. Fangen wir gleich an. So Witchers are trained from birth to find and kill monsters. Die Witches sind von Geburt an trainiert, Monster zu finden und zu töten. Hier haben wir etwa 10 Stunden gespielt. Die Sachen, die wir brauchen. Für mich ein Titel, der sehr interessant ist, weil man Open World hat und das wird mit Elementen, mit Kriegselementen und sowas zusammengeführt. Also sehr interessant. Aber jetzt könnt ihr erstmal die Leute hören. Benutzt werden können, zum Beispiel das Verfolgen von Beute. Die Bolzen, die wir abfeuern, hinterlassen eine Blutspur und helfen uns bei der Verfolgung. Wir können jede sichtbare, jeden Sicht von den Bergspitzen bis zu den Bergspitzen in der Ferne. Wir verlieren ihn, also müssen wir wieder seine Spur auffinden. Damn it. He only came for a brew to break a fever. What are you doing here? Tracking a griffin. Trail took me through here. Seems I had a stroke of luck then. Thank you. Look like deserters. Could be more bands in the area. I'll come back once I'm done with the griffin, just in case. Fine. Happy hunting. Die Monsterjagd kann sich oft überschneiden mit interessanten Open-World-Orten. Wenn wir die Banditen losschicken, wir können nun zum Kräuterheiler, später zurückkommen. Jetzt fahren wir mal mit der Jagd fort. Ja, und ich rede auch weiter, also es sieht übelst gut aus. Es ist so, mit Open World hat er ja eben gerade gesagt, dass es sehr interessant ist. Hoffentlich vertrauen sie sich dann nicht, dass Open World, also das heißt, dass alle Karten so gleich aussehen, sondern auch verschiedene Sachen vom Design haben. Aber vom Kampf her sieht das sehr gut aus. Das war ja diese Blutspur vom Vogel. Den mussten wir jetzt suchen und haben. Oder haben die jetzt gefunden, sag ich mal.
Dies war nur ein kleiner Teil des epischen Rollenspiels Witcher 3 Wild Hunt. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an das Sayabisky-Team in Warschau für deren enorme Anstrengung.